Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. In der Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie, da haben wir letztes Mal uns Supernovae angeschaut, in aufwendigen 3D-Simulationen. Dann geht es heute natürlich logischerweise um die Frage, was bleibt übrig, was übersteht denn ein solches Spektakel? Und da wir in der Reihe gerne ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen tiefer bohren, als das vielleicht populärwissenschaftlich üblich wäre, möchte ich natürlich die Neutronensterne vorstellen, den aktuellen Stand dazu, wie stellen wir uns das genau vor, den Aufbau beispielsweise, aber auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen Richtung Quarksterne, woher kommt diese Idee eigentlich überhaupt und vielleicht bis zu Hyperonensternen. Und dabei werden wir ganz natürlicherweise auch an der Frage vorbeischrammen, wie kann denn überhaupt ein Neutron stabil sein im Inneren eines solchen Gebildes? Wir wissen doch längst, dass nach 15 Minuten im Mittel so ein freies Neutron zerfallen ist. Warum sind Neutronen in Atomkernen überhaupt stabil? Also, los geht die wilde Fahrt. Bevor wir uns gleich der exotischen Materie zuwenden werden, schlage ich vor, machen wir einen Schritt zurück, betrachten Materie in unserer vertrauten Umgebung. Alles, was hier kreucht und fleucht, besteht aus Protonen, Neutronen, die bilden Atomkerne, und Elektronen irgendwie drumherum. Freie Neutronen zerfallen im Mittel nach einer Viertelstunde zu Protonen, Elektronen und Antielektron-Neutrinos. Da stellt sich schon mal die erste Gretchenfrage. Wenn Neutronen in dieser Form zerfallen, wie können die dann stabile Atomkerne bilden? Das hat damit zu tun, dass für diesen Zerfall ein Proton und ein Elektron irgendwo Platz finden müssen. Das Neutrino, okay, das wird entwischen. Wir haben auch eine bestimmte Energie zur Verfügung bei diesem Zerfall, weil das Neutron eben einen Ticken schwerer ist als der Rest, der dabei entsteht. Aber das ist begrenzt. Wir können also diesen Zerfallsprodukten ein bisschen Energie mitgeben, okay, aber nicht beliebig viel. Schauen wir uns doch mal die Niveaus in einem Atomkern an, die Energieniveaus am besten. Üblicherweise stellt man Atomkerne dar in Form von Potentialtöpfen, weil es eine bestimmte Energie braucht, um ein Teilchen aus so einem Kern zu lösen. Warum? Weil es die starke Kernkraft gibt. Haben wir in der Quantenchromodynamik ausführlich behandelt. Da wird mit Farbladung über Gluonen wird hier eine Kraft vermittelt, die dazu führt, dass diese Bestandteile gerne zusammenpappen, hier in Form von Atomkernen. Jetzt haben wir es aber hier mit Fermionen zu tun. Und da wissen wir schon, Fermionen beanspruchen einen eigenen Quantenzustand. Immer. Wenn also mehrere solcher Fermionen irgendwo sein sollen, dann müssen die sich zumindest in einer Eigenschaft unterscheiden. Jetzt haben wir den Spin zur Verfügung. Okay, wir können also ein einheitliches Energieniveau mit zwei Neutronen zum Beispiel besetzen. Aber dann ist der Handlungsspielraum erschöpft. Jetzt bräuchten wir ein neues Energieniveau, damit wir uns wieder in einer Quanteneigenschaft unterscheiden. Also wir haben beide Spins ausgereizt, dann nehmen wir eben eine andere Eigenschaft, wir nehmen ein höheres Energieniveau. Die Niveaus sind quantisiert, also haben wir eine endliche Leiter, wie Sie hier sehr schön sehen. Die Sprossen sind auch nicht äquidistant, sondern die sind unten ein bisschen größer und nehmen dann immer weiter ab und würden dann am Ende sogar in ein Kontinuum übergehen. Aber soweit wollen wir es jetzt hier mal nicht treiben. Man sieht hier sehr schön auch, nach außen hin ist es nicht notwendig, irgendeinen Kulow-Wall oder irgendetwas zu überwinden, weil Neutronen eben keine Ladung tragen. Blau, aufgefüllt auf bestimmte Energieniveaus, sehen Sie jetzt hier mal die Anordnung von Neutronen. Bei Protonen sieht es ganz ähnlich aus. Hier haben wir aber nach außen hin diesen Kulow-Wall, weil Protonen Ladung mitbringen, deshalb ist es von außen her schwerer, da müssen Sie ankämpfen gegen so einen Wall, um ein neues Proton hinzuzuführen, während auf der Neutronenseite können Sie es einfach hier reinwerfen. Ja, die Energieniveaus sind auch nicht äquidistant, sind aber nicht
deckungsgleich mit den Neutronenniveaus. Warum? Weil die Protonen gleichnamig geladen sind. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Da würde also immer noch jemand helfen, den Kern zu verlassen. Deshalb sind diese Niveaus insgesamt ein bisschen höher. Es ist leichter, hier rauszuhüpfen aus diesem Gebilde im Prinzip. Übrigens, diese Darstellungen, die Sie jetzt immer wieder mal sehen, da bin ich so dankbar dafür, weil das ganz ein Bild sagt einfach mehr als 1000 Worte. Und der Michael Klich, der jetzt zu unserem Team neu hinzugestoßen ist, der erstellt diese Animationen. Und ich finde das einfach großartig. Das war eigentlich nur ein E-Mail-Kontakt, der zustande kam. Der hat mal gesagt, hey, ich würde gerne was helfen. Ich könnte zum Beispiel solche Animationen machen. Und schon sind wir hier zugange. Also vielen Dank, Michael, für diese tolle Möglichkeit. Ich denke, die Videos gewinnen sehr durch diese Darstellung. Also genießen wir weiter diese Möglichkeiten, dieser Visualisierung. Weil man sieht jetzt hier sehr schön eben, dass ein Neutron sehr wohl dann zu einem Proton, einem Elektron und einem Antielektron Neutrino zerfallen kann, wenn das ursprüngliche, das Ausgangsenergieniveau des Neutrons höher liegt als ein freies Niveau für die Protonen. Warum? Weil bei dem Zerfall eben ein Proton entsteht und das muss ja irgendwo hin in dem Kern. Wenn Sie aber nur begrenzte Energie zur Verfügung haben, dann idealerweise liegt das Protonenniveau sogar ein bisschen niedriger, purzelt das runter, Sie haben freie Energie, alles wunderbar, Prozesse laufen in diese Richtung ab. In dem Moment, wo Sie aber jetzt eine Konstellation vorfinden, wo Neutronen unterhalb des nächsten freien Protonenniveaus sich befinden, die können jetzt nicht zerfallen, weil bei diesem Zerfall müsste ja wiederum ein Proton entstehen. Aber das Proton findet keinen Sitzplatz hier in dieser Anordnung, in diesem Topf. Der Sitzplatz ist viel zu hoch, viel zu teuer. So viel Energie haben sie nicht zur Verfügung durch den Zerfall. Deshalb bleibt dem Neutron schlichtweg nichts anderes übrig, als stabil zu sein. Stabilität von Neutronen in Kernen hat also schlichtweg damit zu tun, dass sie nicht über genügend Energie verfügen, die beim Zerfall entstehenden Produkte irgendwo unterzubringen. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir brauchen werden, um exotische Materie zu verstehen. All das hat zu tun mit Fermionen, weil sie eigene Plätze beanspruchen, eigene Quantenzustände beanspruchen, entstehen diese Leiter. Diese Leitern in diesen Töpfen und dann können sie nicht mehr beliebig hier irgendwas veranstalten. Nun sind Neutronensterne keine Atomkerne, aber das Prinzip ist ganz ähnlich. Wir hatten gesehen, übliche Materie wird beim Kollaps weiter erhitzt, im Zünden eines Sterns entsteht dann ein Plasma. Das heißt, die Elektronen gehen jetzt ihre eigenen Wege, entkoppelt von den Kernen. Dann kommt es zu immer weiterer gravitativen Einwirkung. Jetzt kommt der inverse Prozess in einer Supernova, wo so viel Energie in dieses System hineingepumpt wird am Ende eines Sternenlebens. Dort, wo jetzt der umgekehrte Weg möglich ist, wo also Neutronen, die ja ein bisschen massiver sind, nicht wie in unserer Welt zerfallen zu Protonen, Elektronen und Antielektronen, Neutrinos, sondern dieses Energieniveau sehr, sehr wohl aufgefüllt werden kann durch diese überall vorherrschende überschüssige Energie. In diesem Tohuwabohu einer Supernova. Also hier wird tatsächlich der umgekehrte Weg jetzt bestritten und aus Protonen und Elektronen werden jetzt eben Neutronen. So, da ist beliebig Platz. Die klettern jetzt die Energieleiter hoch als Fermionen, beanspruchen sie ja wieder ihren eigenen Quantenzustand, wieder dieselbe Geschichte, zwei Spins sind okay, wenn sie sich unterscheiden, aber dann müssen sie wieder höher klettern, ganz ähnlich wie jetzt im Kern. Nur weil der Bereich jetzt immer enger, 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 immer kleiner, 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 die Dichte immer höher wird durch die Kompression, müssen Sie also diese Neutronen in dieser Energieleiter jetzt immer höher klettern lassen. Erstmal füllen Sie trotzdem die hohen Niveaus auf, weil es ist so viel Energie vorhanden durch diese Supernova-Explosion.
Diese entartete Materie, wie wir sie ja schon kennengelernt haben bei weißen Zwergen, da war es ein Elektronengas, hier ist es ein Neutronen, eine Neutronenentartung. Wir wissen auch schon, dass das masseabhängig ist, abhängig von der Masse dieser Teilchen, wie kompakt das Objekt dann werden kann. Was also dieser Fermi-Druck, benannt nach Enrico Fermi, gestattet, ab wann die Energieniveaus dann zu hoch werden. Und das hat mit der Masse zu tun und massivere Teilchen können stärker komprimiert werden, wie wir schon gesehen haben. Also erwarten wir ein Gebilde, das noch kleiner werden kann als jetzt ein weißer Zwerg. Weiße Zwerge waren ja durchaus mal so groß wie unser Planet typischerweise. Also unsere Erde hat jetzt 6380 Kilometer Radius. Hier reden wir von 10 Kilometern Radius. Das sind also extrem kompakte Objekte, die jetzt hier entstehen. Da gibt es dieses berühmte Beispiel, ein Teelöffel davon würde genauso viel wiegen wie die gesamte Menschheit. Ich denke, das ist ganz schwer vorstellbar. In jedem Fall ist es eine sehr, sehr kompakte Materieform, die jetzt in einem solchen Neutronenstern vorliegt, in Form dieser Entartung. Ganz wichtig ist, dass Druck und Temperatur jetzt hier eben getrennte Wege gehen. Das heißt, selbst wenn Sie ein Energieniveau hätten, eine Temperatur von 0 Kelvin, wäre hier immer noch ein Druck vorhanden. Nämlich der Druck, der sagt, okay, wenn da was Neues rein will, muss es ein sehr, sehr hohes Energieniveau erklettern und dafür braucht es Energie. Und diese Energie müssen Sie investieren von außen her und das spüren Sie als Druck, wenn Sie was Neues in das System hineinbringen wollen. Das ist der Fermi-Druck. Und hier sehen wir, hier entkoppelt sich der Druck von der Temperatur. Das ist eigentlich der wirkliche Skandal in entarteter Materie. Hier sehen Sie wieder eine Darstellung von Michael, wie es im Neutronenstern jetzt aussehen würde mit diesen Energieniveaus. Die Niveaus selber sind jetzt hier nicht mehr eingezeichnet, die sind nicht ganz so trivial, tragen jetzt auch nicht zum Verständnis wirklich bei, sondern entscheidend ist, dass wir wieder nach oben eine Grenze haben. Das ist die sogenannte Fermi-Grenze und die kennzeichnet jetzt einfach den Bereich unterhalb, der idealerweise besetzt wäre, zum Beispiel bei einer Temperatur T gleich 0 Kelvin. Wenn also alle Bestandteile, in dem Fall Neutronen, in ihrem Grundzustand wären. Jetzt sind alle Niveaus besetzt. Jetzt ist das Hotel voll. Sie können jetzt hier nichts weiteres mehr hineinbringen an Neutronen. Das Ganze wird also inkompressibel. Vor dem finalen Entstehen des Neutronensterns waren natürlich noch höhere Energieniveaus erreichbar. Da wir haben so viel Temperatur, so viel Energie in diesem System eines solchen Sterns, dass sie natürlich Neutronen auf höhere Niveaus verbringen können. Aber die Gravitation beim Kollaps bei der Supernova quetscht jetzt die Niveaus gnadenlos immer weiter nach unten bis auf die Fermi-Grenze. Da ist so viel Energie, dass das bisschen, was sie hier an Temperaturen noch dagegen anbieten, nicht mehr halten kann. Das wird zusammengequetscht und dann sprechen wir von einem Neutronenstern. Jetzt sind die Niveaus unterhalb der Fermi-Grenze oder bis zur Fermi-Grenze aufgefüllt und damit ist das Ganze inkompressibel. Jetzt kommt es zu diesem Trampolin-Effekt. Jetzt können Sie diesen Zentralbereich des Sterns oder später sprechen wir dann von einem Neutronenstern nicht mehr weiter komprimieren. Der Gravitation ist Einhalt geboten, ohne dass dafür im Inneren eine Energiequelle notwendig wäre, wie es ja über Jahrmilliarden vorher der Fall war. Immer musste der Stern verzweifelt irgendeine Energiequelle anzapfen, um etwas freizusetzen, was dem gravitativen Kollaps Einhalt gebietet. Jetzt ist es ein entartetes, quantenmechanisches Produkt mit makroskopischer Größe. Das ist es, was mich persönlich so sehr fasziniert an diesen Sternleichen. Quantenmechanik, die wir sonst nur aus der Welt des Allerkleinsten kennen, hat sich gewissermaßen verirrt in unsere makroskopische Welt.
dann sind die Gesetzmäßigkeiten, denen diese Objekte gehorchen, für uns erstmal sehr bizarr. Schauen wir uns doch mal genauer den Aufbau an, wie wir uns das im aktuellen Stand der Wissenschaft vorstellen. Aufgrund der gewaltigen Gravitation dürfen wir erstmal einen Neutronenstern als nahezu perfekt kugelförmig annehmen. Jede kleinste Erhöhung, jede Abweichung von dieser idealen Form würde von der Gravitation gnadenlos platt gemacht werden. Es gibt auch hier eine Ausnahme. Es sind Beben möglich. Das werden wir dann bei Magnetaren kennenlernen. Aber ich denke, das machen wir in einem eigenen Beitrag. Hier erstmal nehmen wir eine ideale Kugelform an. Es gibt eine winzig, winzig dünne Atmosphäre natürlich. Aber die ist ja nicht weiter der Rede wert. Das Gebilde selber beginnt also dann schon ein paar hundert Meter tief erstmal mit einer äußeren Kruste. Das stellen wir uns vor als Gitter, als Kristallgitter mit noch Eisen, Nickel und Krypton. Alles noch eingebettet in eine Elektronenflüssigkeit erstmal. Aber je weiter wir nach innen gehen, Sie sehen es hier in der Grafik, wenn Sie also von links nach rechts gehen, dann haben Sie immer mehr neutronenlastige Kerne. Also was immer dieses Gitter jetzt ausmacht, wird doch immer mehr Neutronen in den Kernen dominiert. Dann lösen sich auch Neutronen. Diese Flüssigkeit wird immer mehr zu einer Neutron-Proton-Elektron-Flüssigkeit. Alles wird hier zerfließt in einer gewissen Form. Es gibt hier kein Halten mehr. Und am Ende wollen wir ja zu so etwas Ähnlichem wie einem gewaltigen Kern oder einem Neutron. Das heißt, diese Strukturen dieser Neutronen, die müssen sich immer weiter jetzt verstärken. Und das nennt man jetzt entsprechend Neutronensternpasta, weil es tatsächlich an verschiedene Nudelgerichte erinnert, an die Formen. Weil von außen her irgendwie beginnt es durch kleine Störungen, die so ein bisschen ausschauen wie Gnocchi. Und diese Gnocchis, die werden immer größer und dominanter und irgendwann sind es mehrere Gnocchis zusammenhängend und so allmählich entsteht dann Spaghetti. Also diese Strukturen, die sich hier bilden, immer noch eingebettet in so eine Neutron-, Proton- und Elektronenflüssigkeit, die nehmen Spaghettiform an, diese Spaghettis verkleben irgendwann miteinander, es wird immer kompakter, kompakter, kompakter und wir reden dann von Lasagne, weil sich richtige Platten gebildet haben. Diese Platten werden dichter, dichter, wir kommen immer weiter hinein, die Dichten und die Entfernungen sind ja hier in der Grafik schön angegeben, also anfangs redet man hier von 10 hoch 11 Gramm pro Kubikzentimeter, dann schon von 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter, also schwer vorstellbare Dichten, ein quantenmechanisch entartetes Objekt liegt hier vor. Schließlich erreichen wir einen Zustand, in dem die Platten schon so dominant sind, dass das dazwischen eigentlich schon kennzeichnend wird. Soll heißen, man spricht jetzt hier zum Beispiel von Anti-Spaghetti. Und schließlich von Anti-Gnocchi, weil irgendwann die Gesamtmaterie, das gesamte Gebilde wie so ein Schweizer Käse aussieht und die Störungen darin sind jetzt schon die Ausnahme. Vorsicht, all diese Darstellungen sind natürlich nicht maßstabsgetreu. Von außen ja die Kruste, die wäre sehr, sehr dünn, haben wir gesehen, nur ein paar hundert Meter. Und dann diese seltsamen Ausbildungen. Ein Stück weit tiefer, aber der größte, der dominante Bereich, sagen wir mal fast 9 Kilometern, das wäre der äußere Kern dann. Also äußere Kruste, innere Kruste. Äußerer Kern, bei einem Gebilde, das knapp über 10 Kilometern Radius hat, 9 Kilometer davon wären eben jetzt hier in diesem Bereich zu finden. Und da vermutet man einfach eine suprafluide Flüssigkeit aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Neutronen halt überwiegend. Was heißt superfluid, angenähert an supraleitend, dass es hier keinen Reibungswiderstand gibt bei diesen Bewegungen? Entsprechend
kann man dann jetzt auch diese hohen Drehungen dann hier darstellen. Also das, ja, da verlassen wir schon den gesicherten Boden. Richtig wackelig wird es dann in der Theorie, wenn man noch tiefer gehen möchte, wenn man sich die Frage stellt, woraus besteht denn jetzt der innere Kern? Und da könnte es tatsächlich zu einer Quark-Gluon-Verbindung kommen, also zu einem Plasma aus Quark und Gluonen. Warum kann man jetzt hier Quarks nochmal enger und kompakter zusammenbringen? Das würde ich Ihnen gerne nochmal in einer eigenen Simulation zeigen. Bisher war nämlich immer die Rede von einem Potentialtopf, jetzt für die Neutronen beispielsweise. Dann haben wir nur ein Grundniveau und entsprechend steigen diese Niveaus nach oben hin an. Irgendwann werden die immer schwieriger erreichbar. All das ist ja das Wesen dessen, was ich hier versuche zu erklären. Es wäre also sehr geschickt, wenn ich noch mehr Kompressionen aushalten möchte, wenn ich mich noch kompakter irgendwie ausprägen möchte, wäre es geschickt, mehrere solche Töpfe zu haben. Dann hätte ich zum Beispiel bei zwei Töpfen hätte ich zwei Grundniveaus, hätte zwei Leitern und müsste nicht auf einer Leiter entsprechend so hochklettern, um das Zeug irgendwie unterzubringen. Ja, und wie stellt man sich das vor? Ein Neutron besteht ja nicht aus nichts, sondern aus Quarks. Und da haben wir Up, Down, Down. Mit anderen Worten, wir könnten eine Leiter, einen Topf für die Up-Quarks und einen Topf für die Down-Quarks nehmen. Wenn es uns irgendwie gelänge, diese Struktur des Neutrons aufzubrechen. Wir haben ja schon den Elektromagnetismus überwunden bei diesen Sterngeschichten und jetzt müssten wir die finale Kraft hier überwinden, nämlich die starke Kernkraft. Wir müssten in der Lage sein, die Quarks nahezu isoliert zu haben. Und das macht eben so hypothetisch, dieses Modell. Aber dann hätten wir mehrere Töpfe zu Ende gedacht. Könnte man nämlich jetzt ganze Gebilde daraus bauen. Wenn Sie also so einen Neutronenstern so weit komprimieren, dass er im Inneren zu einem Quark-Gluonenplasma würde und dann aber nicht aufhören, gnadenlos weiter komprimieren, könnte sich diese Eigenschaft, dieser innerste Bereich nach außen vergrößern, sich durchfressen bis an die Oberfläche. Und dann würde etwas entstehen, das man einen Quarkstern nennt. Wir haben noch nie einen gesehen, sage ich gleich mal. Es ist also erstmal eine theoretische Konstruktion. Aber da ist Raum. Da ist Raum in diesen Überlegungen. Die typische Massenskala, die wir bisher hatten, war bei Elektronenentartung, weißen Zwergen, so 1,45 Sonnenmassen ungefähr, so groß wie unser Planet. Jetzt haben wir eine ähnliche Grenze wie bei den weißen Zwergen, die Chandrasekhar-Grenze. Man nennt sie die Tolman-Oppenheimer-Wolkoff-Grenze, nach den Herren benannt, die das als erste gerechnet haben. Und demnach müssten etwa zwei Sonnenmassen Platz finden in diesem Gebilde von 10 Kilometern Radius. Dann würde man noch von einem Neutronenstern reden. Und wenn Sie dann nicht aufhören, das Ding immer weiter zusammenzuquetschen, dann könnte es sein, dass ein Quarkstern entsteht. Und wir haben definitiv Platz oberhalb dieser zwei Sonnenmassengebilde, Tolman-Oppenheimer-Wolkoff, bis hin zu etwa 9 Sonnenmassen. Das wäre die Grenze, ab der dann definitiv schwarze Löcher vorliegen. Tatsächlich haben wir schon welche beobachtet mit nur 3 Sonnenmassen, solche schwarze Löcher. Das schränkt den Spielraum ein bisschen ein, aber es ist immer noch eine Nische, so zwischen 2 und 3 Sonnenmassen. Da hätte noch was Platz. Und das ist für die Theoretiker natürlich eine Spielwiese. Und da könnten sich Quarksterne tummeln in diesem Bereich. 2 Töpfe hätten wir hier, wenn Sie so ein Neutron aufbrechen. Und wenn Sie noch ein weiteres Quark hinzunehmen, das Strange Quark,
dann würde man von einem Hyperonstern sprechen, von einem seltsamen Stern. Dann hätten sie nämlich drei Töpfe, wieder günstigere Niveaus. Und dann könnten sie noch weiter runter in diese Größenordnung. Irgendwann kommt der Schwarzschildradius ins Spiel. Wir wissen ja, bei unserer Sonne ist der Schwarzschildradius bei 3 Kilometern. Wenn wir also hier schon 2 Sonnenmassen unterbringen müssen, wäre der Schwarzschildradius im Bereich von 6 Kilometern Radius. Also da knapp dran müssten sie sich orientieren, diese Gebilde. Also ist es möglich, in dieser Welt auch die starke Kernkraft zu überwinden in dieser Form? Ist es möglich, hier die Quarks, diese fundamentalste Struktur hier nochmal aufzubrechen? Wir hatten immer mal ein paar Kandidaten, die hier beobachtet wurden, aber das ist ganz schwer in diesem Bereich der Unbestimmtheit. Diese Fehlerbalken, die sind dann meistens so groß und so richtig durchgehalten, am Ende hat dann keine Publikation. Nichtsdestotrotz, es könnte sein, dass es auch Quarksterne gibt und Hyperonensterne da draußen. Hier nochmal die passende Animation dazu vom lieben Michael. Also diese Aufteilung dieses einen Topfs auf 3 Töpfe, die sie dann entsprechend mit weniger Höhe füllen müssen. Und entsprechend kompakter sich hier ausprägen können. Die nächste Station, okay, die ist dann schon ein schwarzes Loch. Das ist also die allerletzte Ausfahrt vor dem schwarzen Loch. Wie es dazu jetzt eigentlich kommen kann, wo wir doch die Fermionen nicht beliebig weit zusammendrücken können, das ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Es könnte sein, dass hier, also jetzt kommen wir schon von der Spekulation zur Megaspekulation, aber es ist naheliegend, dass es hier Prozesse geben müsste, die Fermionen eben umwandeln in Bosonen, die sich dann beliebig komprimieren lassen. Und wenn sie sowas einmal anstoßen könnten, wenn sowas vielleicht von der Energie her kaum in Reichweite ist, plötzlich in Reichweite kommt, sie es einmal anstoßen können, dann wäre eine weitere Kompression möglich. Sie könnten die Energieniveaus weiter erhöhen, dann hätten sie wieder noch mehr Möglichkeiten, solche Prozesse herbeizuführen, und dann kommt es zu einem sogenannten Runaway. Das heißt, wenn Sie das einmal anstoßen könnten, würden in einem Rutsch die Fermionen sukzessive zu Bosonen werden und dann erst wäre der Weg frei für den Kollaps zu einem schwarzen Loch. Aber wie gesagt, erzählen Sie niemandem, dass Sie das von mir haben. Das ist die echte Spekulation jetzt in diesem ganzen Bereich. Um es nochmal ganz klar zu sagen, Neutronensterne, ja, da haben wir gute Simulationen, da haben wir gute Zustandsgleichungen, die wir rechnen können. Da trauen wir uns so ein bisschen was zu. Bei Quarksternen, Hyperonensternen und dem weiteren Verlauf, bitte, hier ist der Spekulation Tür und Tor geöffnet, um das nochmal klar zu machen. Es gibt auch noch interessante Zwischenformen, Magnetare beispielsweise, mit extremsten Magnetfeldern, die mit, sagen wir, 10 hoch 11, 10 hoch 12 Tesla hier aufwarten, also 1000-mal stärker sind als üblicherweise bei Neutronensternen. Und durchaus 10% der Neutronensterne scheinen in Form dieser Magnetare vorzulegen. Aber ich möchte Ihnen dazu ganz detaillierte Sachen zeigen. Da brauchen wir ein eigenes Video, einen eigenen Beitrag dazu. Das wird das nächste große Thema sein. Für heute, denke ich, ist genug Food for Thought, wie man so schon sagt. Genug Material, um darüber nachzudenken. Für mich ist es immer wieder dieselbe Sache. Quantenmechanik verirrt sich in unsere Welt. Das kann man gar nicht oft genug herausstreichen. Das ist wie bei Gullivers Reisen. Irgendwelche Teilnehmer hier werden zu Riesen in einem anderen Habitat. Und das scheinbar Lebensfeindliche, das all diese Objekte mit sich bringen, diese Riesen, die gewaltige Magnetfelder haben, die solch exotische Materieformen darstellen, die so bedrohlich wirken, wo man sich kein Leben in irgendeiner Form im Umkreis vorstellen könnte, die sind doch Zeichen und Ausdruck eines Kräftegleichgewichts, einer Quantenmechanik, die herrscht in diesem Universum mit all ihren Teilen dazu, einer Gravitation, wie wir sie in einer gewissen Stärke und im Verhältnis haben zum Elektromagnetismus und zu dieser starken Kernkraft.
Und gäbe es diese Verhältnismäßigkeiten nicht, gäbe es diese Akteure nicht, dann gäbe es auch uns nicht. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Es ist also ein großes Vorteil zu denken, diese Dinge wären alle extrem lebensfeindlich. Tatsächlich sind sie ein Ausdruck dessen, dass unser Universum ein sehr, sehr lebensfreundlicher Bereich ist. Also wieder mal lohnt sich ein zweiter Blick auf die Dinge. Vorsicht mit Vorurteilen.